Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Barlow mit dem neuesten BMZ und den Themen Lieblingsgebiete, Drama und WoW-Netflix-Serie. Ein bisschen kann ich gleich dazu sagen. Letzteres ist vielleicht ein wenig Clickbait. Ich glaube aber, ich brauche einfach noch mehr Clickbait-Headlines, wie ich bei einigen Kollegen im Moment die WoW-Themen veröffentlichen sehe. Das hilft der Quote. So, hallo Barlow. Ich würde dich gerne mal etwas fragen. Nur zu. So wie ich das mitbekommen habe, bist du derzeit dabei, den Meister der Lehren zu machen. Ja, ich habe zumindest einiges dafür gemacht, das stimmt. Da ich mir diverse Allied Races hochspiele und mir gedacht habe, wenn schon, denn schon, bin ich jetzt auch dabei. Mich würde mal interessieren, welche Gebiete gefallen dir besonders gut und welche weniger gut? Welches ist dein Lieblings-Addon, Legion mal ausgenommen, in dem du levelst? Wie sieht es mit MOP aus? Hast du dort Favoriten? Eines meiner Favoriten ist definitiv Scholasar-Becken geworden. Ich war da noch nie questen, bis vor ein paar Tagen. Ich finde es total atmosphärisch. Es ist, glaube ich, viel leichter zu sagen, welche Gebiete ich nicht mag. Und sämtliche BC-Gebiete sind da ziemlich weit vorne. Also immer unter der Voraussetzung, Gebiete wirklich komplett durchquesten zu wollen, bis man das Loremaster-Achievement hat. Weil das ist ein großer Unterschied. Wenn man nicht durchquestet und einfach die Sachen, die nervig sind, liegen lässt, gibt es extrem viele schöne Gebiete, und die so halbwegs Spaß machen. Wenn man aber Loremaster machen will, gerade in den Burning Crusade-Gebieten, ist das extrem häufig so, dass man Gruppenquests machen muss, für die man überhaupt niemanden findet oder sich halt Hilfe holen muss von irgendeinem Max-Level-Charakter. Oder der viel schlimmere Fall, auch noch in Dungeons rein muss und ein 5er-Dungeon fertig machen muss für einen Teil der Quest, die man für das Gebiet braucht. Mal abgesehen davon, dass es nicht immer leicht ersichtlich ist, welcher Teil der Quest zu einem Gebiet gehört, weil zum Beispiel manche Nahrand-Quests in Shadrath getriggert werden und so weiter und so fort. Also ganz BC finde ich irgendwie eher ziemlich fürchterlich. Die Classic-Gebiete finde ich insgesamt recht gut. Man muss aber auch dazu sagen, bei den BC-Gebieten ist es so, dass das die ältesten Gebiete sind, die noch nicht überarbeitet wurden. Die Classic-Gebiete alle, die Vanilla-Gebiete, wurden ja zu Cataclysm überarbeitet und teilweise komplett überarbeitet. Das ist da tonnenweise Quests gibt, die es früher nie gab, und die anderen Quests, glaube ich, wurden alle einer intensiven Prüfung unterzogen, ob die noch zeitgemäß sind, wurden verändert, viele von den Elite-Quests und Gruppenquests wurden rausgenommen und so weiter und so fort. Also, so wie ich das bislang sehe, sind, glaube ich, die meisten, ich muss gerade nicht überlegen, ob ich nichts Falsches sage, und ich habe natürlich auch nicht alle jetzt gemacht, sondern nur welche, die mir gefehlt haben, aber also Classic hat sich insgesamt sehr gut angefühlt, Burning Crusade hat sich ziemlich schrecklich angefühlt, also das, was ich dann noch offen hatte, vor allen Dingen Shadow Moon Valley, boah, widerlich. Dann haben wir noch WOTLK, puh, ich weiß, also ich mochte Grizzly Hills und du schreibst Scholasar Basin, ich glaube, das fand ich auch noch halbwegs okay, wobei ich in Grizzly Hills auch gar nicht sicher bin, ob ich damals alles gemacht habe, was es in Grizzly Hills gab. Ja, aber das waren so die beiden, die ich mochte. Und dann gab es welche, oh, war das Zul'Drak? Dieses, wo man selber sich in so einen Ghoul verwandeln musste und dann immer über dieses Portal in diese Nekropole hoch. Diese komplette Questreihe ist, glaube ich, das Schlimmste, was ich in WoW je gemacht habe an Questreihen. Boah, war das anstrengend und nervig. Und ich hoffe ehrlich gesagt, jetzt wo ich drüber nachdenke, dass ich die komplett habe und nicht noch irgendwann nachholen muss. Aber ich glaube, ich hatte die komplett. Mists of Pandaria hab ich, wenn ich recht überlege, glaube ich, früher nicht so besonders gemocht, weil man halt nicht fliegen konnte. Und ich es halt nervig finde, ein Gebiet zum x-ten Mal durchzuquesten, ohne fliegen zu können. Jetzt mit Fliegen allerdings, mir fehlte noch der Jadewald, den hatte ich aus irgendeinem Grunde nicht komplett, obwohl man da ja eigentlich immer anfängt. Also mit fliegen können fand ich den cool, muss ich sagen. Also es hat wirklich Spaß, hat mir wirklich Spaß gemacht. Hätte ich persönlich überhaupt nicht erwartet, weil MOP so ein bisschen meine Hass-Expansion war. Wie ich im Nachhinein feststellen muss, aber vermutlich hauptsächlich deshalb, weil man dort nicht fliegen konnte, auch auf Twinks nicht. Die Draenor-Gebiete. Ich bin gerade überlegt, ich glaube, die Draenor-Gebiete fand ich insgesamt eigentlich alle recht gut gemacht. Also die Basis, die man sich da bauen musste und die Quests, die man dort machen konnte und so, glaube ich, fand ich insgesamt cool, und Legion auch. Also, negativ definitiv Burning Crusade und positiv hauptsächlich die Classic-Gebiete, die ich gesehen habe, dann die zwei, die ich aus WOTLK genannt habe.
Jetzt ist es relativ schwer zu sagen, wie es bei den anderen Mists of Pandaria-Gebieten aussieht. Und ja, der Rest, glaube ich, gibt sich nicht viel. Also den Rest fand ich insgesamt alles relativ ansprechend. Hi Bardo, du hattest mal gesagt, dass du gegebenenfalls Interesse hast, sowas wie Peach's Drama Time zu machen. Ich wollte nur wissen, wo kann ich meine Story abliefern? Ja, wir haben gleich, also heute ist keine Depp des Tages, sondern eine Drama Story. Fände es gar nicht so schön, rund anderthalb Seiten in Word-Text einfach so in die Kommentare zu kopieren. Haben bisher die meisten gemacht und halte ich bisher auch für die beste Lösung. Einfach aus dem Grunde, weil ich jeden Tag sowieso die Kommentare vom vorangegangenen Tag in den Videos durchgehe und mir die Sachen rauskopiere, die ich interessant finde für weitere Fragen oder für Depp des Tages oder so. Ich will spontan jetzt, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, nicht unbedingt irgendeine weitere Form von ihr schickt mir irgendwo anders etwas, was ich dann zudem noch lesen und sichten muss, machen. Also versuch halt nach Möglichkeit Namen zu anonymisieren und ansonsten wüsste ich nicht, ob es irgendwo einen guten Grund gibt, nicht einfach das dahin zu copy und pasten, es sei denn, es gibt irgendwie eine Zeichen-Zeilenbegrenzung. Hallo Balo, vielleicht hast du schon gehört, The Witcher bekommt auf Netflix eine Serie. Da ich den Warcraft-Film eigentlich sehr gut fand, nicht perfekt, aber gut, habe ich bei Netflix mal nachgefragt, ob sie eine Warcraft-Serie machen können. Und als Antwort kam, aktuell ist das Interesse der Community nicht groß genug. Wenn sich das allerdings ändert, könnte man durchaus damit rechnen, dass wir eine Serie mit mehreren Staffeln über Warcraft produzieren. Heißt auf Deutsch Netflix anschreiben bzw. Warcraft-Serie. Oh Gott, jetzt schreibt ihr nicht, dass die Leute Netflix zuspammen sollen. Beziehungsweise Warcraft-Serie vorschlagen. Je mehr, desto besser und natürlich international teilen. Ich persönlich würde mich auf jeden Fall über eine Serie von Warcraft freuen. Lore und Story gibt es ja für viele Staffeln, da ja ständig neue Bücher-Add-ons kommen. Auf jeden Fall. Und ich gebe dir insofern auch recht. Also, ich persönlich fand den Warcraft-Film absolut in Ordnung. Jetzt nicht irgendwie ein geniales, episches Meisterwerk, das man unbedingt gesehen haben muss, aber ich hätte mir durchaus weitere Teile davon angeguckt. Es ist ein bisschen schade, dass das nicht so ganz gut funktioniert hat, nicht gut genug, dass es weitere Kinofilme gibt. Aber ich glaube, vielleicht ist das Ganze sowieso besser geeignet als Serie. Und man könnte sich halt durchaus auch überlegen, so eine Hauptstoryline zu machen und ach, sogar Spin-off-Serien wären möglich. Also es ist ja definitiv gut geeignet für eine Serie. Was diese Antwort betrifft, lass mich das so formulieren. Glaubst du, die würden bei irgendeinem Thema irgendwas anderes antworten? Also egal zu welchem Thema. Weil du sagst, ich hätte gerne eine Neuauflage der 70er-Jahre-Serie Money der Libero, dann wird doch auch nicht als Antwort kommen, fick dich, du Spast, sondern die werden, glaube ich, sagen, ja, momentan schätzen wir das Interesse der Zuschauer von Netflix nicht so hoch ein, um eine entsprechende Serie zu machen. Aber sollte sich das ändern und sollten genügend Leute sich finden, die eine solche Serie schauen würden, werden wir darüber nachdenken, ein oder mehrere Staffeln zu produzieren. Ich glaube, das werden sie zu jedem Thema sagen, zu jedem Thema dieser Welt. Von daher, also bitte schreibt jetzt nicht alle Netflix an und spammt denen irgendeinen nutzlosen E-Mail-Account zu, in dem ihr nichts ändern, also der nichts ändern wird. Ich glaube, was wir halt allgemein weiterhin machen können, ist WoW-Fans zu sein und alle Inhalte, die WoW betreffen, zu spielen, zu teilen und so weiter und so fort. Ich finde es interessant, dass sie sich Witcher ausgesucht haben, weil Witcher ja eigentlich, also ich habe es selber nicht gespielt, ich höre nur Gutes davon und es ist definitiv auf der Liste von Spielen, die ich mir irgendwann in einem Steam Summer Sale kaufen, nie anpacken und ein schlechtes Gewissen haben werde, sehr weit oben. Und es wundert mich ein bisschen, weil ich nicht gedacht hätte, dass das dann groß genug ist, um eine Serie zu rechtfertigen. Aber vielleicht haben die auch irgendeinen Grund, dass es speziell einen Plot oder ein Drehbuch oder sonst was gab, das so gut war und so Fernseh- und Story- und filmtauglich, dass sie sich gesagt haben, da müssen wir einfach irgendwas draus machen. Ich bin mega gespannt darauf, ob das gut wird. Netflix hat sehr, sehr viele gute Sachen gemacht, hat aber auch ein paar Sachen gemacht, die ich persönlich nicht so genial fand. Also einfach nicht, dass ich sie scheiße finde, aber nicht so gerne gesehen habe. Ja, also ich habe auch die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann eines Tages eine World of Warcraft-Serie geben kann. Ob die jetzt auf Netflix ist oder irgendwer auf irgendeinem anderen Kanal oder so, das weiß ich nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, ob möglicherweise eines der Hindernisse ist, dass eine Lizenz zu teuer oder zu aufwendig wäre für World of Warcraft, wohingegen sie das für Witcher oder andere Sachen möglicherweise nicht ist. Das weiß ich halt nicht, ob.
Blizzard da eher den Standpunkt hat, so eine Serie würde uns helfen, unser Spiel zu verkaufen, wie blöde. Von daher stört uns das, also interessiert uns das Thema Lizenz nicht. Oder ob die sagen, das ist so ein großer Franchise, den es seit, keine Ahnung was, 15, 20 Jahren, also inklusive des Warcraft und nicht nur World of Warcraft-Universums gibt, dass wir dafür richtig, richtig viel Asche haben wollen, sodass so eine Serie nicht mehr rentabel ist. Vor einiger Zeit hast du noch Gilden-Drama-Geschichten gefragt. Hier ist eine, die unsere kleine, aber feine Gilde beinahe gekillt hätte. Zunächst ein Vorwort. Ich bin in die Gilde erst am Ende von Kata, weil ich mit meinen Klassenkumpel spielen wollte, gekommen. Wir legten Drachenseele gefühlt ein paar hundert Mal und als Schurke unterstützte man mich sogar auf der Jagd nach den legendären Dolchen. Als man dann den Raid bis MOP ruhen ließ und wie es üblich ist, viele ihr Abo auslaufen ließen oder die Gilde ganz verließen, blieb ich und wartete ab. Dadurch und weil ich den Raid mit Kessel und Festmahl versorgte, wurde ich spät in MOP zum Offizier befördert. Dann kam wieder die Raid-Flaute bis Waters of Draenor und diesmal haben sogar meine Kumpel aufgehört, WoW zu zocken. Zu jeder neuen Expansion musste man entsprechend den Stammraid fast komplett neu aufbauen und ich als Offizier half natürlich aus. Auch suchte ich am Ende von WoD Ersatz für mich, da ich nach dem ausgiebigen LFR, NHC und HC durchlaufen auf Mythic keine Lust mehr hatte und man dafür eh mehr Leute brauchte. Jetzt bin ich gespannt. Das ist jetzt eine lange Einleitung gewesen, in der es noch kein bisschen Drama gab. Aber gut, kennen wir deine Lebensgeschichte schon mal. Und jetzt kommen wir zum Drama. Ach, gut. Unsere Gilde und der Raid wurde von einem jungen Ehepaar und frischen Eltern, er Tank, sie Heilerin und der besten Freundin der Heilerin geleitet. Er Tank und sie Heilerin, das ist glaube ich auch so das Pärchen-Klischee, oder? War sie Druidin oder Disziprist? Weil das sind doch die beiden üblichen Varianten bei den Mädchen. Ich fand unter anderem einen guten Hunter für den Raid. Und die Leute schienen ganz entspannt Mythic anzugehen. Sehr gut. Erst im Nachhinein erfuhr ich, dass der Hunter und das Ehepaar auch in Real Life immer öfter abhingen, da sie in derselben Stadt wohnten. An sich ja nichts Schlechtes, doch anscheinend entwickelte sich zwischen dem Hunter und der Heilerin eine Affäre. Oh nein! Irgendwann gestand die Heilerin dem Tank das und sie versuchten noch danach zu raiden. Pflicht ist Pflicht, ne? Ich persönlich kann mir nur vorstellen, was im Raid und auf dem TS los war. Kurz nach dem üblichen Raid-Start kickte der Tank den Hunter und all seine Twinks aus der Gilde und ging offline. Ich wisperte den Hunter an, was denn los sei und dieser breitete vor mir alles aus. Kurz darauf wurde ich ins TS geordert und der größte Teil des Raids, was ungefähr die Hälfte der Gilde war, entschied sich zusammen mit der Heilerin und ihrer besten Freundin die Gilde zu verlassen und selber eine anzufangen. Der Tank war so lange offline, dass die übrig gebliebenen mich dazu drängten, die Gildenleitung und Raidleitung zu übernehmen. Also kurzum, der Tank hat den Hunter, aus der Gilde gekickt, ist dann offline und nie wieder on gekommen, ja? Also zumindest für Monate lang nicht, denn sonst hättest du nicht die Gildenleitung übernehmen können. Dies heißt üblicherweise, dass die Gilde so gut wie erledigt ist. Zum Glück konnte ich die Verantwortung auf jemand anderen abschieben. Sehr gut, auch immer gut. Und zurück hinter die Kulissen, wo ich am hilfreichsten bin, kehren. Sonst würden wir jetzt weder einen Stammraid noch aktive Spieler in der Gilde haben. Das ist auch das Wichtigste, worauf es ankommt. Was der Tank und seine Frau oder Frau, junges Ehepaar, ne? Also Tank, seine Frau und seine Kinder ist völlig egal. Erstmal muss die Sicherheit des nächsten Raids geklärt werden. Vom Tank erfuhr ich später, dass sie sich getrennt hatten, alles andere wäre hier zu privat. Zum Schluss möchte ich noch anmerken, dass meines Wissens keiner der Beteiligten jetzt noch WoW zockt. Und was lernen wir aus der Geschichte? Kickt den Hunter immer frühzeitig aus der Gilde. Das soll es gewesen sein für heute. In diesem Sinne, tschüss, sagt euer Onkel Barlow.